die Republik Guatemala. Mit 12 Millionen Einwohnern, das zweitgrößte Land in Lateinamerika, besitzt erst seit 1986 ein demokratisches Parteiensystem. Dieses ist bis heute allerdings wenig stabil. Meist muss das Militär mithelfen, um verschiedene Aufstände zu zerschlagen. So, jetzt stehen wir hier an der Grenze und warten, dass uns der andere Bus abholt, und zwar der guatemalische Bus, der uns dann runterbringt ins Tal. So, jetzt geht's rein nach Guatemala. Wir waren also nun bereit für das Abenteuer Guatemala. Vorher hatte man ja schon viel über Kriminalität und Korruption im Lande gehört. Also waren wir natürlich auch diesmal ein bisschen aufgeregt. Gerade an diversen Grenzübergängen ist es oft nicht leicht. Sieht aus wie ein Landtag. Okay, bis auf einen kleinen Beitrag für die Kaffeekasse der Grenzbeamten kamen wir ohne Probleme durch. Wir saßen also nun im gemieteten Kleinbus und fuhren stundenlang durch die Dörfer und Berglandschaften Guatemalas, bis wir schließlich in Panajachel am Vulkansee Lago de Atitlán ankamen. Okay, aquí. Angekommen am wunderschönen See, gingen wir erstmal auf kleine Wanderschaft. Hey, Frau Schlocke! Hola, wie geil! Da oben sind wir lang gefahren gestern. Na, jedenfalls ist es hier am 11. Januar 2014 ziemlich sonnig am Morgen. Ich brauche überhaupt keine Jacke. Das ist total verrückt. In Panajachel, Guatemala, umgeben ist dieser See übrigens von drei Vulkanen und soll ganz toll sein. Wir machen eine kleine Hiking-Tour heute. Está Santa Cruz, Jaibalito, Tsunal, San Marcos, San Pablo, San Juan, San Pedro, San Santiago, San Lucas, San Antonio, Santa Catarina y Panamá. Unser Guide erzählte ein bisschen von den drei umliegenden Vulkanen, Toliman, Atitlán und San Pedro, wie das gleichnamige Dorf. Der tiefblaue See ist Lebensgrundlage vieler Mayas, der umliegenden Dörfer. Das Klima ist übrigens durchgehend stabil und entspricht dem europäischen Frühling. Ist echt geil hier. Mir gefallen die Leute, mir gefallen die Shopping-Malls. Shopping-Malls, genau. Mir gefällt der See, mir gefällt das Wetter, mir gefällt das Essen. Wunderbar. Mucha. Mucha. Muy bien. Der Name des Sees, Atitlán, bedeutet Ort mit viel Wasser. Er liegt ca. 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Mit sehr viel Glück kann man sogar seltene Tierarten wie den Puma entdecken. Dies passiert allerdings nicht oft. Nach ca. 4 Stunden Wanderschaft ging es mit dem Boot weiter zum Dorf San Pedro, einem Ort, wo vieles möglich ist, zum Beispiel gutes Essen, entspanntes Einkaufen oder das Eintauchen in bunte Märkte. Natürlich alles sehr traditionell und mit viel Trubel verbunden. In San Pedro waren alle wirklich sehr freundlich. Die meisten Leute hatten keinerlei Scheu vor Kamera oder Fotoapparat. Hola, liebe Freunde zu Hause, da bin ich wieder, euer Sashi. Ich stehe nun hier in San Pedro in Guatemala am 12. Januar 2014 und hier herrscht richtig Trubel, fast wie in Asien, aber echt süß hier, das kleine Dorf. Überall sind kleine Märkte aufgebaut und hier gibt es Kokosnüsse zu kaufen, Tomaten und Cacamole. Das ist eine ganz berühmte Spezialität hier aus Guatemala. Diane ist total im Kaufrausch, wir kaufen eine Riesentasche, so richtig bunt, gehört sich auch so und dann räumen wir hier komplett die Ladentheke leer. Also, hier lohnt es sich noch, Geschenke zu kaufen, meine Damen und Herren. Vielleicht hast du ja zu Hause auch was bekommen von uns. Zurück am Hauptwohnsitz in Panajachel ging es dann auch schon am nächsten Tag weiter, zum
Tagesausflug nach Chichi Castenango. Ja, wir haben eine schöne Tasche gekauft, die wird jetzt voll gemacht. Bis oben hin, das ist unser Handgepäck. Cool, was? Oh, den machen wir jetzt voll. So, auf geht's, weiter schaffen. Chichi Castenango im Hochland von Guatemala auf 2200 Meter Höhe war ein typisch guatemalisches Dorf mit allerlei verschiedenen Märkten, ordentlich Trubel und indigenen Zeremonien. So, hallo, liebe Zuhausegebliebenen. Wir sind jetzt immer noch auf dem Markt in Chichi in Guatemala. Wir haben gerade ein hübsches Kissen gekauft und jetzt machen wir gleich mit der netten und sehr freundlichen Verkäuferin ein kleines Interview. Wir schlenderten aufgeregt entlang der verschiedenen Stände. Schließlich gab es überall etwas Besonderes zu entdecken. Hallo, wie geht's? Bien, gracias. Gut, danke. Wie heißt du? Ich bin Liane. Me llamo Elsa Maria. Ich heiße San Maria aus Chichi Castenango. Kommst du denn direkt von hier? Sí, soy de Chichi Castenango. Sí. Yo vendo aquí, es mi trabajo. Ja, ich bin von hier. Ich arbeite hier und meine Eltern leben auch hier. Wir besitzen einen kleinen Laden. Desde pequeñita mis padres y mi mamá me enseñaron a trabajar y a tejer y todo. Gefällt dir denn deine Arbeit? Sí, me gusta mucho, por eso yo tuve que. Ja, sie gefällt mir sehr gut. Das ist ja auch die Arbeit meiner Eltern. Ich bin verheiratet und mein Mann ist ein einfacher Arbeiter. Aha, mi esposo, mi casé es agricultor. Ich stelle auch viel Handarbeit selber her. Wir sind eine typische Handwerksfamilie aus Castenango. Somos agricultores de algo que comemos aquí en Chichi Castenango. Okay. ¿Tienes chicos? Hast du denn Kinder? Ja, drei Kinder habe ich. Zwei Mädchen und ein Junge. Aha, sí. Was ist denn ein typisches Essen hier in Guatemala? Mein Lieblingsessen ist Pulik. Oh, was ist das denn? Das ist eine Art Geflügelgericht mit Mais. Es como una especie de maíz. Aha, de especie de maíz. Es como una sopita de maíz. Vielen Dank für das Interview. Muchas gracias. Und hier viele Grüße. Tschüss. Hier ist der örtliche Schweinemarkt. Ja, tatsächlich. Auch Schweine gibt's hier zu kaufen. Die werden einfach in Plastiktüten gepackt und fertig. Oh. Hier ist ein Schwein in der Tüte. Hier befinden wir uns vor der alten Kirche Santo Tomas. Die 18 Treppenstufen werden heute noch von Maya-Schamanen genutzt, die Weihrauch und Kerzen anzünden und manchmal Tieropfer darbringen. Der bunte Markt in Chichi Castenango gilt als der größte in ganz Mittelamerika. Händler und Käufer aus allen Gegenden des Umlandes bieten hier im guatemalischen Hochland ihre Ware an. Ich stehe hier auf einem zentralen Platz in Chichi. Es ist unglaublich viel los. Wir sind hier auf einem zentralen Markt. Es ist absolut wuling. Diese Stadt ist bekannt dafür, dass an Donnerstagen und Sonntagen in der Woche 20.000 Indios hier über die Stadt herfallen und ihre Sachen anbieten für die Touristen oder auch für ihre eigenen Einheimischen. Es wird heute alles verkauft. Schweine, Blumen und Ohrringe bis zum Abwinken. Ja, so sieht's aus. 20.000 Indios kommen am Wochenende hierher und verkaufen ihr Zeug. Ansonsten hat die Stadt nur 1.000 Einwohner. Ja, ziemlich beeindruckend hier. Es ging weiter nach Guatemala Stadt. Guatemala Stadt diente aber nur als Knotenpunkt für eine gute Verbindung in den Norden. Denn die Stadt hat außer der größten Anzahl an Mordopfer in Amerika nicht allzu viel zu bieten. So, jetzt geht's von Guatemala City in 10 Stunden mit dem Bus nach Flores, zum Tikal, zu einer Maya-Pyramide.
Wir buchten den Überlandbus nach Flores Tikal für umgerechnet 15 Euro pro Person in der Primera Class. Wir machten es uns bequem und los ging's zu den berühmten Tempelanlagen der Mayas. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist jetzt 4.42 Uhr, 10 Minuten kommt ein Bus und dann fahren wir in die Maya-Ruinenstadt Tikal. Und ja, es ist irgendwie noch sehr früh und alles ist sehr verlangsamt, auch meine Sprache. Es ist 4.42 Uhr, auf geht's nach Tikal. So, sind wir angekommen im Tikal, der Maya-Komplex. Haben eine Karte gekauft, zum Glück sind wir nicht ausgeraubt worden. Es ist übrigens 6 Uhr morgens. Tikal, Übersetzungen zufolge soll es Ort der Blume bedeuten. Ja, wir sind hier mitten im Regenwald, also regnet es hier natürlich auch. Leider ist es nicht sonnig, aber... Herrlich warm! Herrlich warm. Tikal war eine der wichtigsten Städte der klassischen Maya-Periode. Hier ist ja noch ein Platz. Und eine der am besten erforschten Maya-Städte überhaupt. Auf dem Höhepunkt der Macht im 8. Jahrhundert stieg die Einwohnerzahl bis auf über 200.000 an. Wir sind jetzt auf dem großen Platz. Da drüben ist Tempel 1, hier ist Tempel 2. Das sind sogenannte Zwillingstürme, gebaut für den König Ahuan. Und zwar ist der Tempel 1 leider gesperrt, weil da zwei Menschen zu Tode gestürzt sind und ist somit nur noch Tempel 2 begehbar, auf dem wir uns gerade befinden. Und was noch zu erwähnen ist, es gibt hier in diesem Park für alle Vogelliebhaber 600 Vogelarten. Wir haben auch schon ein paar gesichtet. Leider sind uns die Namen nicht bekannt. So, der Sashi ist für euch wieder unterwegs in Tikal. Stehe ich hier direkt vor einem Felsen, weltberühmt. Ich denke mal, der ist mindestens schon 2.500 Jahre alt, dieser Felsbrocken. Und ja, dieser Stein hat wirklich Geschichte. Aus diesen Steinen übrigens, wollte ich noch erzählen, haben die Mayas damals Speerspitzen gemacht und andere Geschichten, um ihre Tiere zu jagen und zu erlegen und zu häuten. Aus diesen Steinen hier. Schreichel nochmal. Von den verschiedenen Tieren, die hier leben, wie zum Beispiel Brüllaffen oder Jaguare, haben wir immerhin den Kodimoni gesehen, der unter dem Namen Ameisenbär besser bekannt ist. Jetzt gehen wir von der Akropolis Central zum Tempel 5. Hat sich eingerieben. Der Untergang der Maya-Dynastie Anfang des 9. Jahrhunderts wird bis heute noch debattiert. Diese Pyramide sieht sehr glitschig aus. Die genauen Ursachen für den Kollaps der gesamten Maya-Zivilisation sehen einige Forscher angeblich in einer schwerwiegenden Dürreperiode in Yucatan zwischen dem 9. bis 10. Jahrhundert. Sitzen hier jetzt mitten zwischen den Pyramiden in Tikal und essen unser Lunchpaket. Da war ja noch Tempel Nummer 4, der höchste mit 65 Metern. Diesen stiegen wir hinauf und genossen die herrliche Aussicht auf den Regenwald. Von dort oben konnte man nochmal alle großen Tempel sehen. Zudem konnten wir wunderbar entspannen. Wir sitzen jetzt hier auf fast 65 Meter Höhe, auf der höchsten Pyramide hier in Tikal. Echt beeindruckend. Gefällt mir. Super geilen Überblick über den Dschungel. Da sieht man dann die einzelnen Pyramiden bzw. Tempel. Also
Aber nicht meckern. Ja, das war schon fast unser Abschluss der Guatemala-Reise. Im dritten und letzten Teil geht's rüber nach Belize und dann wieder zurück nach Mexiko, Yucatan. Dort ließen wir unsere großartige Reise an herrlichen Stränden ausklingen. Unterwegs natürlich wie immer mit dem Public Bus. Grenzübergang Guatemala-Belize. So. Ich bin jetzt in Belize. Sind bereits jetzt über die Grenze von Guatemala nach Belize rübergewandert. So schnell geht's. Stehen hier und warten jetzt auf den Bus, der uns mitnimmt zu den Inseln. Ging relativ zügig, hat ungefähr nur eine Dreiviertelstunde gedauert.